Wir sind das Team Garagenkunst aus dem Markt am Wallersee und sind hier, dass wir unsere Kunststücke verkaufen, die wir bei uns in der Garage produzieren. Wir haben Sprüchwindlichter, wir haben Übertöpfe, wir haben Eulen, Hühner, also ganz viele verschiedene Sachen, Herzen, speziell jetzt für Muttertag zum Beispiel, ein schönes Geschenk. Haben ein paar Sachen mit Holz dabei, Willkommensschilder. Nette Dekoschalen in Plattform oder auch Kräuterstecker für den Garten, damit auch die Männer dann das richtige Kraut abschneiden. Und nicht statt einem Schnittlauch die Wiesen abschneiden. Rausnehmen ein paar Waschbar. Man kann Nüsse reingeben oder eben verschiedene Dipsoßen. Dekoschilder für den Garten. Unsere Pusteblume in Fadentechnik. Und eine neue Technik in Schnecken und Ringel. Und unsere Viton-Handtaschen, handgefertigt. Winterfest gebrannt bei 1220 Grad, frostsicher. Das sind unsere Öllampen, die zünden wir eben da an. Da ist dann der Ölbehälter und wenn ich es auslöschen will, dann gebe ich einfach nur einen Stöpsel drauf. Und die Tante Thekla, unsere Spiegeleule. Die Marie und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit über 25 Jahre und wir haben eigentlich dann einen Kurs gemacht, haben dann einfach ausprobiert, wie uns das gefallen hat mit Ton arbeiten und so und haben dann ja nochmal und nochmal und nochmal einen Kurs gemacht und dann haben wir uns einfach in der Werkstatt selber so eine Ecke eingerichtet und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach einmal alleine. Und ja, das ist dann immer mehr geworden. Natürlich haben wir immer mehr Sachen zusammengekriegt und haben halt dann ein bisschen verkaufen angefangen und haben dann eigentlich angefangen, dass wir einmal einen Stand ausprobiert haben, wie das funktioniert und mittlerweile machen wir es so 2 bis 3 Mal im Jahr und läuft eigentlich ganz gut. Wir sind nicht nur Frauenpower allein, wir haben seit ungefähr einem halben Jahr einen jungen männlichen Mitstreiter. Ja, ich bin der Josef und bin jetzt auch seit kurzem bei der Garagenkunst dabei und mache halt für Garagenkunst die Holzsachen, zum Beispiel die Holzblumenvasen oder generell sich eine Schüdeln oder Schwadlingbretter zum Aufhängen oder zum Hinstellen, ganz verschiedene Sachen. Ja, Holz ist einfach ein warmes Material im Gegensatz zu Eisen oder Metall und das liegt mir einfach. Das gefällt mir und ich arbeite auch immer das Holz und das gefällt mir, ja. Also ich finde das einfach ein Glas, was da entstehen kann. Also wenn man denkt, das ist einfach so ein 10 Kilo Packerl Ton und was man eigentlich alles daraus formen kann und wie das dann wird, man kann gerade beim Glasieren kann man nie genau wissen, wie die Farbe genau wird. Es ist oft mal ein wenig ein Überraschungseffekt dabei und das finde ich einfach klasse. Man glaubt gar nicht, wie entspannend das ist, mit Ton zu arbeiten. Ganz egal, ob du Stress in der Arbeit hast, ob du andersweitig Stress hast. Ich gehe in die Werkstatt, stelle mich hin und fange zum Arbeiten an. Ich kann vorher nie sagen, was entsteht den Tag. Es entstehen die faszinierendsten Sachen. Du fängst an, hast eigentlich keinen Plan. Und dann im Endeffekt hast du ein Kunststück vor dir, wo im Prinzip eins dann schöner ist wie das andere. Das fasziniert mich einfach. Und Entspannung hoch 3. Ohne Holz konnte ich mir mein Leben eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil du siehst, wenn du jetzt am Baum sitzt, dann wächst, der dauert ewig, dauert Jahre über Jahre und dann kannst du ihn schlägern, dann schneidest du ihn und dann kannst du irgendwas fürs Wohnzimmer draus machen oder einen Tisch, ganz egal was. Das Gefühl mit dem Ton zu arbeiten und wir stehen oft in der Werkstatt und sprechen eine Stunde nicht miteinander, weil wir einfach so in Gedanken sind und dahin arbeiten und das ist einfach wirklich entspannend. Also nein, ich könnte mein Leben ohne Ton nicht mehr vorstellen.
Es ist wirklich zu einem fixen Bestandteil von meinem Leben geworden. Gerade so in Stresssituationen und wenn es doch wirklich wo anderen einfach zuwider ist und nochmal dumm spinnt, gehe in die Werkstatt und mache irgendein schönes Teil und bin dann ganz relaxed.